Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. Pong. So, wir wollen ja zum Ornanierer. Deswegen ist er wahrscheinlich auch im Wald. Ach cool. Geht's dir gut? Willst du ein Tänzchen wagen? Beim bewusstloser Kumpel. Können wir da eigentlich nicht uns auch hin teleportieren? Na, wäre jetzt gleich weit weg. Das würde keinen Sinn machen. Schief gehen. Ist es dass du hier warst. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Unsere Soldaten scheinen nur noch sporadisch in den Ländern der freien Menschen aufzutauchen. Irgendetwas hat sich im Eispalast getan, seit ich dort weg bin. Schwer zu sagen, was. Erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Wenn ich nicht auf Patrouille war, habe ich die meiste Zeit im Labor verbracht. In den Abendstunden habe ich meist mit neuen Zubereitungsmethoden von Nahrungsmitteln experimentiert. Nahrungsmittel? Du meinst, du hast gekocht? Das klingt so banal. Ich verstehe es mehr als eine Kunst. Das vermisse ich am meisten. Zeit und Raum
für mehr Ästhetik beim Speisen. Stimmt. Ästhetik beim Speisen ist bestimmt was Schönes. Das klingt anormal für einen Alp. Anormal ist es, sich den Ressourcen und Möglichkeiten zu verweigern, die wir haben. Dass die Hinterwäldler aus dem Süden das nicht einsehen, ist kein Wunder. Von dir erwarte ich allerdings mehr. Eines Tages werde ich ein wahres Kunstwerk zubereiten. Das wird meine kulinarische Krönung. Strategisch nicht besonders intelligent. Lass mich nur machen! Ich sehe gar nichts. Oder so gut wie nichts. Ihr bei YouTube. Ihr YouTube-Gucker habt es wahrscheinlich noch schwer. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. So, hier waren wir ja schon mal und jetzt können wir es sogar schaffen, ohne dass er stirbt. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Das ist doch dein Werk, oder? Du verdammter Arsch! Mir ging es gut hier und dann kommst du und verpfeifst mich an Jora. Wegen dir werde ich jetzt vermutlich im verbotenen Wald draufgehen. Oder Schlimmeres. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden.
Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das Gleiche bedeutet. Kann man hier pennen? Ich könnte hier wahrscheinlich pennen, wenn hier kein anderer pennen würde. Okay, jetzt wird's gut. Okay, am besten ich teleportiere mich gleich sofort. Das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Haben wir den Auftrag von dem jetzt? Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Wahrscheinlich nicht. Verschwinde, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oder ich hab's doch. Verschwinde, wir haben uns. Wo haben wir uns denn jetzt auf einmal nichts mehr zu sagen? Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Oh, das sieht auch interessant aus. Naja, dann müssen wir mal mit dem Outlaw gucken. Am Schlund. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bringen soll, aber gut. Oh, das ist was, bitte. Der macht genau das da, was ich mache. Magellan, 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 Magellan. Hm.
Lass mich in Ruhe, ich muss nachdenken. Soll ich den jetzt hier töten? Na, es ist immer so schwierig. Vielleicht sollte ich jetzt auch versuchen, einfach... Wenn der Meteor sie nicht alle dahin gerafft hätte, dann spätestens wir. Der ist auch noch so ein richtiger Alp einfach. Na, soll mich nicht weiter stören. So, wir probieren es am besten von hier aus. Einfach, bam. Obwohl, das ist so idiotisch. Ich kann das doch nicht machen. Lieber hier hin. Ach ja, ich wollte ja teleportieren. Aber wenn ich da versuche, da die Mission... Probieren wir das. Und wenn ich dann... das aktiviere. Ja, schon besser. Versuchen wir erstmal in die Stadt der Kleriker reinzukommen. Dabei will Ragnar doch nur einen Bericht. Ich könnte auch fragen, hey, wie sieht's aus? Alles klar, yo. Zur nächsten Stadt. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Irgendwas bemerkt uns gerade. Oh nein. Lauf, Arx, lauf! Machen wir noch so eine hässliche Drohne. Arx, lauf! Scheiße, ich hab Arx erwischt, oder? Arx, komm! Hier fliegt nichts mehr lang, aber der Sound ist da. Also liebe Entwickler, das bitte auch nochmal patchen, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist jetzt nichts, was schlimm ist. Aber ich hätte gerne, dass die Quests und so, all das einfach etwas übersichtlicher werden könnte. Und eine Sache noch, irgendwas war noch, weiß ich nicht. Ach, das ist doch der, den wir mal vor langer Zeit getötet haben. Mal gucken, ob hier was drin ist. Da hatte ich ja, glaube ich, mal nicht so viel Zeit für. Statusbericht. Keine nennenswerten Ver... Ja, ich wollte mit dir nicht reden. Ich mag dich ehrlich gesagt überhaupt nicht, deine Einstellung, aber du bist nützlich. Na, hier war doch noch irgendwo ein Stalker, ne? Wäre also von Vorteil, ihm auch noch aus dem Weg zu gehen. Ach,
schläft noch was. Ach ja, Mann, Mann, Mann. Hast du mir beim Schlafen zugeguckt, du perverse Sau. Trockenfleisch. Yay, Elixier, Heiltrank. Oh, hier wurde aber einer echt abgenagt. Muss das Werk vom Stalker gewesen sein. Ah, hier, die Hütte von ihm. Oh, noch was vergessen. Na toll. Hey, das ist dein Job, mich zu beschützen, Junge. Tot. Raptor Tot. Ist ein toller Name. Raptor Tot. Ah, wir müssen noch weiter. Okay. Ach, der Bade, ach, wie cool, der badet da einfach. Das ist also ein Unhold. Badet der da einfach, wie cool. Schlechter Zeitpunkt. Okay. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ach, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Das sieht aus wie eine Prothese. Alter, da sind doch Schuhe. Nimm die Schuhe. Was denn? Die sehen ja nicht so glücklich aus. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Klägliche Überbleibsel einer degenerierten so alten auch. Kultur. Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Wenn das jemand hört. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache.
Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Oh. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn man von Planung keine Ahnung hat, braucht es in der Tat Zeit. Hör mal, Großmaul. Aufschneider können wir hier nicht gebrauchen. Also mach es dir hier nicht zu gemütlich. Ist das dein Ernst? Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Ah, toll, jetzt muss ich auch erstmal herausfinden, wo ungefähr die sind, da oben. Ich weiß, von wem du redest. Interessant. Jetzt nicht. Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Geht's dir auch so? Achso. Und das Eisland ist ja, glaube ich, das Land der Alben. Mach dich bereit! So, zack, plündern und Musik, du kommst zu spät. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns mal wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.